Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Pokémon-Opening und zwar haben wir diesmal die Top-Trainer-Box. Leider gibt es das noch nicht auf Deutsch, deswegen machen wir es jetzt in Englisch auf. Und wenn ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst eh, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, haut rein! Dann gehen wir rein. Wie gesagt, es ist eine englische Brilliant Stars Elite Top Trainer Box. Vor allem, die hätte auch schon längst erscheinen sollen, weil Smith da ist. Wir wissen ja auch aus dem Bekanntenkreis, dass schon viele die Box vorbestellt haben und dann einfach so wieder keine Storniert. Lieferung. Aber wir haben es euch eh schon vor 2 Wochen gesagt, Leute. Es ist die zweite Welle vom Brilliant Stars Produkt schon kommen vor die Großhändler und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt noch immer die Chance. Ich hoffe, ihr habt es auf uns gehört, auf unseren Tipp. Holt euch die Displays, solange die noch günstig waren, weil das ist, glaube ich, noch nie passiert. Die letzten 2 Jahre, das Pokémon 2 Wellen direkt bei Release rausgebracht hat und ich glaube, dieses Set so günstig nochmal bekommen, das wird sehr schwer. Und aus dem Grund machen wir auch in Englisch auf, weil bei denen ist nicht das Logo Brilliant Stars oder Strahlende Sterne rum. Das heißt, dass die normalen Arceus nur das Artwork drauf und nicht irgendwie in Englisch. Dann haben wir da, gönnt euch, Top Trainer Box Code. Sehr so verglichen. Sehr cool. Dann, ja, kennen wir eh. Energie. Dann die Kartentrainer, mega krass. Mega krass, super Value, wenn du hinten so Karten sortierst, wirklich geil. Falls euch interessiert, es sind Feenenergien auch mit dabei und du hast ca. 1-5 Energien pro Stapel vor jedem, aber es ist nicht, also es ist durcheinander, also du kannst, wenn du da Becher hast, nur 2 Feuer, aber 5 Wasser, also es ist nicht genau gleich, okay. Also nur das Info. Dann haben wir da die Würfelchen. Das Braun gefällt mir nicht gut, der weiße Würfel, der ist okay. Haben wir noch. Das Logo vom. Die hätten ihn schon Gold machen können, weil wirklich. Es ist Farbthema. Ne? Und da haben wir noch einen Wister-Marker, weil eine neue Spielmechanik drinnen ist. So, dann hätte ich gesagt, 8 Booster. 8 Booster, das haben wir mit 4 Artworks. Wir haben jedes einzelne. Genau, Arceus-Schema. Wir hatten das im Display, wo man glaube ich nur 2 oder 3 Glurks gehabt haben, nur wenig, aber so. Aber ich finde auch die Artworks, das ist auch als Sealed-Sammler, das ist so schön. Richtig. Richtig hochwertig, gefallen mir extrem. Ja, und Set. Im Englischen gibt es das nicht mit, da gibt es die grüne Codekarte, die komische. Echt? Ja, also haben sie es da anders jetzt dann, das, also nicht anders. Passt. So, ich habe gesagt, ich fange an und du magst bei Yugi am Donnerstag. Oha, ja, okay. Können wir machen. Elfen. Das heißt, dann habe ich Last Check Magic. Ja, Last Check Magic. Alter, ich schwöre dir. Ich beginne heute mit Glurak Pack. Ich nicht. Ich glaube, das ist Elfen. Es ist so schade, das ist so traurig, schau, ich sag zu. So, ich habe keine Ahnung, ob es da, hoppala, ja, typisch Handy, verkehrt, ob es da auch mit den Codekarten den Trick gibt, aber gehen wir rein, in Kindler, so Hitzkopf, Primploop, Charon Care, Chiotesto, Magma, Sterndu, Burmi, hoppala, Sapk, Lavados, mega cool. Stark. Und wir haben gleich einmal ein Bedifas. Finde ich sogar, ich finde das Lavados im Reverse auch gut. Das ist eigentlich auch eine seltene Karte. Das ist also, eine Rare. Das ist sogar eine Rare-Karte. Also beginnt schon mal gut. Sehr nice. Das heißt, sage ich heute, beginnen wir mit dem Glurak. Brilliant Stars. Stark. In Englisch mal. Haben auch schon wieder lang Englisches geöffnet. Nein. Wann haben wir das letzte Mal Englisch geöffnet? Englisch geöffnet haben wir die Top-Trainer-Box vom Weg des James damals. Da habe ich mal genau, eine englische. Genau. Gegönnt, ja. Das waren die letzten. Wenn einmal der Chupi rausschaut. Die gehen urschwer auf, die Englischen. Ja, ein bisschen Ding sind's. So, das heißt, da haben wir auch mal verkehrt. Kennen am S, kennen. So. Wir haben auf jeden Fall mal ein englisches Wie ist da? Schaut da genau gleich aus. Ihr müsst mal das zum Grading schicken. Was Wie Stern hätten es dann auf Deutsch. Ja, vom Stern. Dann Collapsed Stadium, dann Beartic, Luxio, Cherubi, Riolu, da hat auch aus Riolu, Stali, statt Starli, geil, Spirit, Tomp, Purloin, dann Lucario, schon wieder eine Rare. Ja. Also Reverse und. Oh, Rekubi! Nice. Ja, hätte ich mal das Glurak doch auch. Ja, Last Pack Magic. Last Pack Magic war sehr schön. Ich finde das auch so cool, weil am Anfang hat es ja nur das Sekunvi gegeben, das war urspielstark. Und jetzt gibt es halt das Raikou und das Entei auch mit demselben Effekt, eigentlich auch mit der Draw Engine. Aber so cool. Das finde ich, das ist auch wieder
so ein Punkt für das Set, weil jetzt kannst du, ich glaube, Sykun hat man eh in jedem Wasserdeck spielt, das heißt, will man jetzt auch Raikou in jedem Elektro spielen und... Nur weil es mich interessiert, wie schauen, sind die unterschiedlich? Haben wir denn die Hüllen? Ja, da gibt es auch weiße und schwarze. Die Hüllen sind da vor deiner Nase. Stehen wirklich vor seiner Nase. Das? Ich sehe es nicht. Wo sind die Hüllen? Ich so, als Fighting als Energy, Klang sind ja dann Torko, diese englischen Namen triggern mich. Dann haben wir da Palin Palin, Gramulat, dann Chelast, Trapinch, Blimfa, Slimog oder Slimer? Slimog. Ah ja, stimmt, das ist Slimer. Und dann haben wir da Ice Cube. Der Pinguin. Ja. Dann machen wir weiter mit Arceus. Aber da gibt es auch weiße und schwarze Codekarten. Ja? Schatz. Weiß und schwarz. Ich tue schon wieder die Reverse in den. Aber die gehen wirklich schwer. Die gehen so schwer auf die englischen. Als hätten sie dann anderen Kleber verwendet. Obwohl sie in derselben Fabrik wahrscheinlich hergestellt werden. Genau so wie bei Yugi, da legen sie es auch zusammen, wie sie wollen. In derselben Fabrik. So. Das passiert mal jedes Mal. Codekarte. Schauen wir mal, ob die gönnt. Subsidie kann ja trotzdem bei der Weißen sein. So, wir haben die Pflanzenergie, Doppel-Turbo-Energie wieder sehr stark. Hitzkopf. Kindler, genau, Hitzkopf, Charon's Care, Shroomish, Purloin, Duskul, geil. Dann Sneeble, Sneasel, Krebskopf, Kapisch, Reverse, Romani, sehr geil. Saatwerk ist so gut, ist so stark. Und kann ich noch einen Hit haben? Ja, Prelum. Schauen wir mal. Nicht heute. Ah, ich habe eh schon. Raikou ist auch sehr cool, sehr spielstark. Auch eine der wenigen Karten, die vielleicht mehr von den Wii's. Vor allem jetzt wieder der Markt halt geflutet, weil es jeder aufmacht, weil es die doppelte Menge an Displays gibt. Also hol sich vielleicht solche an. Warte mal, das könnte ein Subset-Hit sein beim Weißen. Deswegen habe ich es jetzt umdreht. Gaybait, Grottle, Barry, Execute, Slammer, Sneeber. Pidiza, Electek, Heatran, ich habe nämlich die Rare tauscht. Oh! Das ist halt stark. Schön. Sylveon wie in der Character. Ich finde diese Artworks so die cool. Die sind so stark. Da gibt es die Wemax auch. Rapid Strike. So stark. Ich habe noch gesagt, ich mich hintere. So starker Hitter. Da habe ich den Raikou bei Weitem eingeholt. Ja, das ist ein bisschen eingeholt. So schön das Artwork. Die fehlt mir sogar, aber ich wollte sie in Deutsch haben. Trotzdem stark, stark. Vom Nachtara hast du auch schon. Ja, Nachtara Off-Stream, glaube ich, oder? Ja, darf da ja gar nicht die Mappe zeigen, was ich Off-Stream da schon drin habe. Ob du es glaubst oder nicht, da wären auch Booster geöffnet, nicht im Stream. So, jetzt habe ich es richtig. Na, das ist verkehrt. Immer sind verkehrt. Die Englischen verkehrt? Ich weiß nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber sind die Deutschen schon. Mach Special Trick. Okay. Special Trick. Das hat man vorhin gerade. Filinara geben. Filinara? Ja. So. Silvia. The Water. Dann. Duckwater. Brinloop. Beartic. Dann wieder Collapse Stadium, wie wir dieselben Magma. Das ist wirklich schon wieder. Oha. Das wirklich komplett die gleichen. Nein, jetzt ist anders. Impidimp. Der Name Impidimp. Sau stark. Dann haben wir Stern, du. Das heißt, ich muss jetzt zuerst einen letzten Hit haben. Jetzt ist die Rare. Ja. Genau. Und. Ah, wieder eine Rare. Wie viele Rares in Reverse? Ich hab nur Reverse Rares. Last Pack, Brilliant Stars, Burg. Havra, das ist doch ein Witzvideo aufgehen, Alter. Ja, wieder eine weiße Codekarte. Das heißt für euch Special Trick Fire sind ja. Torkoal, Doppelturbo-Energie, Chelast. Bah, wie heißt's auf Deutsch? In China. Richtig. Karablast, Boyelin, oder? Nein, Pamelin ist die Vorentwicklung. Havlucha, okay. Da haben wir schon die Rare. Und? Das ist schon wieder Rare. Das hätten wir es nicht gezogen. Wirklich? Aber das? Nur Rares, gell? Nur Rares im Ding. Ey. Das ist schon gut. Last Pack Magic knallst noch rein. Aber die ist stark, Sylveon Wii. Das heißt, wir haben eigentlich trotzdem. Zwei Hits. Na mehr, drei. Mehr sogar, weil wenn das. Eigentlich sind das halt auch alles Hits gewesen. Ja? So. Oh, weiß.
Das sind die Englischen, das sind die Englischen. Wir sehen, das sind wir nicht gewohnt vom Handy. Ja. So, das heißt, wir müssen jetzt hier auch wieder Special-Karten drin. Special. Das hat sich Griffel da gekocht. Boah, die riechen gut. Ja, komplett wie wenn es die in der Zeitschrift oder irgend sowas. Richtig gut. So, Metallenergie. Dann den Potel. Siegelüb. Ach, die wäre auch cool in den Acerolas Premonition. Die haben wir schon im Pre-Release. Nein, im ersten Display haben wir die Zone. Sogar auch im letzten Ding war ich doch mit dabei. Ja, im letzten Display, also bei dem Set öffnen wir wirklich viele. Shinox, so cool. Viele Displays, also 3 Displays haben wir schon aufgemacht. Impi Dimpi. Dann die Golet. Impi Dimpi. Dann die Castform. Kein Besetz. Von mir. Und wir haben als Rare den Drudigon. Ganz normale, come on. 3, 2, 1. Barry. Eine von den vielen Karten jetzt mit Draw Engine, was es wieder gibt. Richtig. Trotzdem Top Trainer Box, 3 Hits und sogar eine sehr starke Character Rare mit Sylveon Wii. Und wieder auch, trotzdem aber auch so gute Boosts, 3 Hits spielerische aus 8 Karten, Booster. Weil Lavados kann man gut spielen, Lucario kann man gut spielen. Raikou kann man sich im Deck einbauen. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.